So, die erste Truppe ist fast weg, also kann ich schon mal umswitchen. So, die zweite Truppe ist fast weg. Ich muss sagen, die helfen gerade ziemlich gut mit, die Jungs auch. So. Jetzt lasse ich die beiden erstmal ein bisschen machen. Bis einer von den beiden auf die Idee kommt, sich opfern zu wollen. Weil ich möchte nicht, dass der Ivory King auftaucht, während das Tor noch offen ist. Ja, genau. Okay, guter Start schon mal. Bleibst du da? Dann kann ich dich hochheilen. Nein, du bleibst nicht da. Gut. Jetzt geht's los gegen den Burnt Ivory King. Einer der meiner Meinung nach heftigsten Bosse in den DLCs. Mal abgesehen vom Rauchritter vom Fume Knight. Man sieht nämlich schon, warum. Er ist verdammt schnell. Und verdammt stark. Oh ja, und jetzt macht er das. Das ist garstig. Oh oh. Seine größte Schwäche ist, wenn wir nah bei ihm bleiben, habe ich schon herausgefunden. Autsch. Gut, das erlaubt uns, uns zu heilen. Gut, dann war ich nicht nah genug dran. Er ist ziemlich schnell, wie man merkt. Au. Das hätte mich nicht erwischen dürfen. Wobei, es macht nicht so viel Schaden. Und jetzt ist sein Schwert eh abgelaufen.
Ja, ich setze dem Kampf auf Geschicklichkeit und nicht auf mein Schild. Und auf Safe, weil man kann seine Angriffe nicht gut blocken. Die verbrauchen viel zu viel Ausdauer. Man weicht am besten allem aus. So. Ruht in Frieden, Ivory King. So. Seine Krone. Krone des Weißen Königs. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Gut. Burnt Ivory King erledigt. Und das sind mehr oder weniger First Try. So, mal kurz rasten. So, ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, was jetzt passiert, wenn wir ins alte Chaos gehen, also ins Chaos. Erst einmal sind unsere Leus-Ritter weg. Zweitens ist die Nebelwand weg. So, wir können hier runterspringen und es kommen drei Leus-Ritter. Und nein, danke. Ich habe keinen Bock auf die drei. Das sind übrigens die einzigen drei, die kommen würden. Also man könnte alle drei besiegen. Irgendwie. Mit viel Schmerz und viel Kiten und allem. Ja. Habe ich aber keine Lust drauf, weil ich habe ja gefarmt. Ich möchte jetzt lieber mit ihr reden. You've granted my one wish. Now I have no regrets. I was born amidst the dark. Long ago, in the depths of the abyss, my father perished. The dark shattered into tiny pieces, one of which was me. How frightened I was. A frail thing, born from but a splinter of dark. I felt that I might simply disappear. The incarnation of my father's fears. I saw that the king of this land was strong. I sought him only to sustain myself, to smother my fears. Now I realize that he may have known all along. I was born of fear, and my lord provided comfort. And so, here I remain, heiress to my lord's wishes, watching over chaos. Until the end of time.
Ja, das Chaos, falls ich es nicht, noch nicht erwähnt hatte. Erstmal, das Chaos ist die Überreste von Aiselith, meiner Meinung nach. Weil die Hexe von Aiselith war ja die Mutter des Chaos, die das Bed of Chaos erschaffen hat, als sie versucht hat, die erste Flamme wieder zu entfachen. Und irgendwie passt das mit dem Ivory King auch ein bisschen, so ähnlich wie Gwyn und seine Ritter, die auch losgezogen sind, um die Dämonen zu vernichten und dabei verbrannt sind. Also die schwarzen Ritter und die silbernen Ritter. So hatten wir es ja hier auch. Die vier silbernen Ritter haben auf unserer Seite gekämpft, nur dieses Mal gegen die ganzen schwarzen Ritter. Und eben den verbrannten König. Und das Chaos erinnert auch ein bisschen an die Ruinen von Aiselith. Wenn man sich so mal die Umgebung angesehen hat, waren da solche Ranken und so weiter. Also wie bei den verwurzelten Bäumen des Bed of Chaos. Ja. Und wie sie uns gerade gesagt hat, war sie ein Stück der Finsternis von ihrem Vater erschaffen, der in der Finsternis untergegangen ist. Ihr Vater ist, nach dem, was ich so gelesen habe, soll er Menes gewesen sein, also der Vater des Abyss. Und nachdem unser Daxus 1-Charakter ihn besiegt hat, ist er in tausende Splitter zersplittert. Und sie, aus einem dieser Splitter ist sie entstanden, als Kind der Finsternis. Wir haben bereits ein anderes Kind der Finsternis getroffen, nämlich die Priesterin in Shulva, die den Drachen bewacht hat und die ganze Zeit gesungen hat. Also der Boss, der diese giftigen Wildstart-Kopien erschaffen hat. Der mich überrascht hat, dass wir ihn so schnell besiegen konnten. Sie ist das zweite Kind der Finsternis, dem wir jetzt begegnen. Und es wird auch noch ein drittes Kind der Finsternis geben, aber ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen. Das hat nämlich was mit dem Endkampf zu tun. Gut, jetzt aber zu der Sache, warum wir die Loisseelen brauchten. The knights of Eleonoris were swallowed by the chaos. Where their souls still remain. I pray for their deliverance. Genau, da sagt sie es nämlich, dass die Ritter von Eleomloys, die verbrannt sind, ihre Seelen verdammt sind. Toll. Jetzt habe ich auch noch gereimt. Ja. Und dass sie hofft, dass die Seelen Erlösung finden. Und 52 Seelen haben wir ja zum Erlösen hier. Kind visitor, please accept my gratitude. Ja, für 5 Seelen kriegen wir Lois Stulpen und Lois Gamaschen. Und der erste Teil der Treppe bricht. So, die Lois Rüstung für die nächsten, glaube ich, 10 Seelen. So, für die nächsten 15 Seelen kriegen wir den Lois Helm. Und für die restlichen 20 Seelen. So, und für die brechen die letzten Streben weg. Und wir können nun nach oben. Können uns erst einmal hier hinter dem Podest umsehen. Hier sind ein paar, ja, Blutflecke, weil hier Sackgasse ist.